Und los geht's. Start, Ladies and Gentlemen, start your engines. So, erstmal herzlich willkommen beim zweiten Teil dieses Abends. Oh Mann, das klingt schon so Routine, das klingt so, das klingt halt so. Auf jeden Fall ist mal Hallo nochmal wieder. Ja, back to zurück und ich grüße erstmal alle YouTube-Leute wieder, alle Livestream-Leute. Ich grüße auch mal alle, die, 5% Schaden und mehr als, für die YouTube-Leute. Wir reden ja gerade darüber, dass gestern, wo wir gefahren sind, sind leichte Unkosten entstanden, weil ich nicht so ganz gesittet gefahren wohl bin sein soll. Und ja, deswegen meint unser Ninfan hier gerade, ob ich heute auch wieder wie so eine gesegnete Sau fahre vielleicht. Ja, aber nett natürlich gemeint. Hätte er es unfreundlich gemeint, hätte ich ihn ja bannen müssen, das weiß er ja. So, aber jetzt mal ETS-Nachrichten. Ich habe irgendwas, glaube ich. Ich habe noch mehr. Ich hatte noch ein paar Dinge im Kopf, die ich erzählen wollte. Leider habe ich sie aber nicht aufgeschrieben und dann waren sie, so schnell wie sie kamen, sind sie auch wieder aus dem Kopf verschwunden. Ja, aber sie kommen bestimmt auch wieder. So, manchmal kommen sie auch wieder. Was wollte ich erzählen? Und zwar, genau, die zwei neuen Spiele, die habe ich jetzt endlich mal, also X3 und dieses No One Lives Forever 2, habe ich jetzt erstmal als Playlist bei YouTube gemacht, dass wir die nicht verlieren, sonst geht die irgendwann unter, ja, weil wir schon, keine Ahnung, hier immer mehr Videos und Videos, geht ja alles unter, das ist ja wie ein ständiger Videostrom sozusagen. Deswegen habe ich erstmal die zwei erstmal eine Playlist gemacht, dass wir die wiederfinden. Ich muss aber noch die Texte schreiben, also in jeder Playlist gibt es ja auch so einen kleinen Schmankeltext, den ich jetzt noch nicht definiert habe, aber einen provisorischen Text erstmal hingemacht, ja. Da hoffentlich denke ich dran, wenn nicht, müsst ihr mich dran erinnern, dass da noch der Text, dass ich da noch die Texte machen muss. Also die Beurteilungstexte oder die Spruchtexte, da sind ja immer so kleine Spruchtexte. Genau, was ich auch nicht aufgeschrieben habe, ich habe mich heute schon mal angemeldet bei diesen Multiplayer-Dings da Bumster. Ich muss mir aber noch dieses komische Dings runterladen, diesen, ne, den einen, da muss man sich was runterladen, das habe ich noch nicht gemacht. Was noch? Genau, das ja, denn irgendwie bei dem Playlist machen, irgendwie war da irgendwie bin ich jedenfalls auf, war ich wieder total stolz darauf, mal auf mein erstes Unboxing, was ich gemacht habe mit dieser Military Bundle Maus. Ja, das, ich hatte mir das nochmal reingezogen. Also ich habe mir nur den Anfang nochmal angeschaut, den Anfang und das Ende, weil ich finde es irgendwie geil. Wie gesagt, es hat ja damals so viel Arbeit und Mühe gemacht. Und ich, jetzt, als ich das mal wieder gesehen habe, ich bin irgendwie voll stolz, dass mir das alles so gelungen ist. Also hat mich richtig gefreut, das mal wiederzusehen, wie ich das rumalbere. Vor allen Dingen beim Abspann. Also im Vorspann ja auch ganz schön und im Abspann noch ein bisschen mehr dann. Das finde ich ganz cool. Und was noch? Ach so, und dann natürlich, dabei ist mir noch gleich aufgefallen, das erste ETS-Video. Das erste ETS-Video fängt ja so richtig harmonisch an, so mit Musik und sowas. So richtig gemütlich, LKW-mäßig. Ich finde das voll geil, wie das so angefangen hat. Das erste, also ETS 01 auf unserem YouTube-Kanal. Das finde ich voll geil, wie es so angefangen hat. Und vor allen Dingen, oh, was ich da für eine Scheiße alles mache. Oh, was spiele ich da? Da spiele ich wirklich schlecht. Oh, wei, oh, wei, oh, wei, was spiele ich da? Oh. Also ich mir das erste ETS-Ding nochmal so klickhaftmäßig so angeguckt, also nicht alles, auf einmal nur so ein bisschen durchgeklickt, dann dachte ich so, oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Oh. Vor allem da vom Hof runterfahren, ja, was habe ich da für eine Aktion? Oh, Mann, Mann. Und was ich da wieder so für Dinger gedacht habe, so, keine Ahnung, was habe ich gesagt? So, mit dem Abbiegen oder wie war das? So völlig wo ich mir denke, oh nein. Aber richtig übel anfängermäßig. So richtig übel anfängermäßig. Ich habe ja das erste Mal mit ETS angefangen. Mensch, Mensch, Mensch. Ja. Genau, das waren so die Nachrichten erstmal. Da steht noch was anderes, oder? Ah ja, mit dem ersten ETS null Plan. Ich hatte null Plan gehabt. Nichts, echt mal. Null Plan. Das waren echt noch. Das war noch was. Vor allen Dingen, auch das ging noch weiter bis, keine Ahnung, Teil 46 oder sowas. Ich weiß gar nicht, wann es besser wurde. Und vor allen Dingen, die Soundeinstellung und die Grafik, die war ja da auch noch nicht so ganz so gut, ja. Also Mensch, Mensch, Mensch. Das war eine schwierige Zeit, die wir da durchgemacht haben. Also wer da schon alles mitgeschaut hat, auch im Livestream, ja, also wer praktisch im Livestream geschaut hat und sich die Videos angeschaut hat, der hat ganz schön was durchgemacht mit mir, kann man sagen. Also die Zuschauer und auch die bei YouTube, die Leute, die haben ganz schön, also ich muss sagen, wir haben ganz schön was durchgemacht, seid mal ehrlich. Was haben wir bis jetzt alles schon durchgemacht? Junge, Junge, Junge. Und was werden wir noch alles durchmachen? Au, wei, wei, wei. Was werden wir noch alles durchmachen, wenn ich mich wieder irgendwo dämlich anstelle? Das habe ich ja mal gut drauf. Ich will doch auch ein Pro sein. So, was noch? Haben wir alles? Komisch, ich habe den Timer da zwar da, aber ich nicht gestartet. Aber jetzt starte ich ihn. Jetzt starte ich mal den Timer los.
gut. Genau, und ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Das habe ich eben zum Schluss bei dem anderen Video auch gesagt bei X3, aber jetzt nochmal offiziell, ja, für als gleich als Vorspann. Ich wünsche allen erstmal ein schönes Wochenende. Party time, Party, Party, Party. Oder Gamer time, Gamer, Gamer. Nee, Zocker time, Zocker, Zocker. Also ihr wisst schon. Genau, habt alle ein schönes Wochenende und so. Trucker, was? Truckers MP. Linfan sagt Truckers MP. Truckers Multiplayer wahrscheinlich. Ich habe hier was durchgemacht. Linfan sagt, er hat hier was durchgemacht. Der war gut. Der war gut, der war gut. So, auf in die Nacht, wir wollen was erleben. Na 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 na, da 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 da, da 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 da. Okay, schalten wir um in den Pornomodus. Zack. Mensch, mir ist heute irgendwie nach Singles. Dum, 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 dum. Was ein bisschen ärgerlich war, ich habe nicht durchgeguckt, wie sich das als ausgewirkt hat, aber diese Soundeinstellung, das war ein bisschen ärgerlich gewesen. Das ärgert mich immer noch so ein bisschen. Jetzt nicht so, dass es mich ärgert, aber ich finde es halt, Mensch, das war wieder, ach ja, das war wieder mal so. Los, starten wir jetzt, wir starten jetzt. Achtung, haltet euch fest, ich hole ihn aus der Garage. Lupus, wo bist du denn mit Fahrrad hingefahren und warum musste man denn da mit Fahrrad hinfahren? Konnte man denn da nicht hinlaufen? Na 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 dum da dum da dum 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 da dum 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 da dum. Oh, ich hab nicht laut genug gemacht. Für die Horde. Ja. Müssen wir erstmal lauter machen. Lupus ist wieder da. Erstmal drehen wir die Quäke auf und dann schauen wir, wie uns der Sound entgegenbrüllt. Oh, wieder raus. Jetzt ist der Lautstärkeregler im Weg. Achso, warte mal, wir wollten ja ETS vielleicht auch einen Tick lauter machen, oder? Warte mal. ETS and Dynamite. ETS and I had no fight. ETS on the power of love. Wir machen mal auf 30. Ihr könnt mir mal später, wir werden ja sehen, wenn 30 zu viel ist, machen wir wieder runter. Wir machen auf 30. Wir müssen uns mal bei den ganzen Spielen, vielleicht müssen wir uns doch die Spiele Lautstärken ein. Aber ich glaube, so 30 pendelt sich alles ein. Ich glaube, 30 ist so die Mutter der Nation irgendwie so. Irgendwie so. Oder auch nicht. Hoffentlich ist dir morgen immer noch nach Singles. Na, Singles hatten wir ja gerade erstmal. Nee, musst du zur Tankstelle. Ich kann hier noch doch was keine Dame zu Besuch haben, ohne irgendwas zu trinken hier zu haben. Da hast du recht, Lupus. Und zu Fuß hätte es zu lange gedauert. Achso, die kommt erst noch, ja? Kommt die jetzt noch? Kommt die jetzt noch? Dann könnt ihr ja gemeinsam Hypnos World schauen. So, warte mal wieder leiser mal ein bisschen. Na, na, na. Oh, vielleicht. Mann, ich hätte ja da gar nicht leiser. Dreh mal wieder laut. Du hättest doch da an dem, du hast doch hier einen extra Regler dafür. Nein, jetzt bist du. Oh, Mann, das läuft, das läuft, das läuft. Jetzt. So, jetzt. Ich kann doch da leiser drehen. So. Jetzt. Jetzt rollt der Rubel. Der Rubelwagen, der Rubelwagen. Ja, Mensch, wenn die kommt. Kommt die jetzt noch oder was? Kommt jetzt, kommt deine neue angebetete Flamme, kommt die jetzt noch? So spät noch? So spät kommt doch keine Frau mehr. Die traut sich um die Zeit, darf eine Frau um die Zeit gar nicht draußen rumlaufen, außer sie geht in die Disco vielleicht. Oder so. Oder so. Oder so. Steht das Mikrofon jetzt gut so? Steht da jetzt gut so? Pfui! Das habe ich nicht gesagt. Aber ihr müsst zugeben, es dauert eine Weile, bis man sich bei Hypnos World akklimatisiert hat, oder? Wenn man zuerst reinkommt, denkt man immer erstmal, what the fuck ist denn hier so los, ja? Es dauert eine Weile, bis man erstmal das so alles versteht und abcheckt, so, oder? Auf den ersten Blick, so, wenn man reinkommt, denkt man immer, what ist denn hier los? Was ist denn hier eigentlich los? Dann checkt man manches gar nicht so, ja? Weil wir doch irgendwie einen anderen Style, wir haben ja irgendwie einen anderen Style bei Hypnos World. Ja, es geht wieder los. Ich hab sie schon vermisst. Ich hab sie schon vermisst. Ich hab sie vermisst.
Warte mal, ja, sie wird von ihrem Vater hier hergefahren. Gegen kurz nach 0 Uhr. Ja, es hieß es 23 Uhr zum Glück. Hat Spaß seit 2 Monaten, schreibt einer. Was? Da wird seine angebetete neue Freundin von ihrem Vater zu dir gefahren? Also wenn ich ja meine Tochter irgendwo hinfahre zu irgendeinem Typen, dann nehme ich eine Schrotflinte mit und fahren wir da das letzte Mal hin. Ding Dong! Also ich an deiner Stelle würde vielleicht mal erstmal durch den Spion gucken, ob der Vater eine Schrotflinte dabei hat. Also meine Tochter irgendwo hinfahren zu irgendeinem Typen, den sie gerade hat kennengelernt, um 23 Uhr, um 0 Uhr? Ich glaube, der Vater bringt eine Schrotflinte mit. Also meine Tochter um 0 Uhr irgendwo hinfahren zu irgendeinem Typen. Na, ich weiß ja nicht. Also wäre ich der Vater, ich würde dann mit der Schrotflinte vor der Tür um die Zeit stehen. Ja, würde ich mal so sagen. Und wird so, Ding Dong, Hallöchen. Meine Tochter nachts um 23, 0 Uhr zu irgendeinem Typen fahren, ja? Das sage ich mal. Da muss der Typ das aber richtig drauf haben. Ja, da muss der das aber richtig drauf haben. Da wird die Cosima Oma nach. Quack, 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 quack. Chris, hallo. Grüß den Christian. Jetzt fange ich schon so an. Chris, hallo. Hallöchen. So, ich will mal Bratislava sagen. Warum will ich eigentlich in Banska, Mensch, das Ding, ich hatte mal in Banska, warum will ich in Banska mal Bratislava sagen? Kann mir das mal einer erklären? Nee, ihr Vater ist ein ganz Lieber. Der macht sowas nicht. Das ist aber Schwein, dass ich nicht der Vater bin. Sonst hättest du jetzt erstmal eine Mutprobe bestehen müssen. Ja, erstmal eine Mutprobe, sozusagen. Ja, wenn ich der Vater gewesen wäre, also so leicht wärst du da nicht davon gekommen. Ja. Erstmal den sogenannten Schrotflintentest. Ja, dann hättest du erstmal den sogenannten Schrotflintentest bestehen sollen. Müssen, können, dürfen. Sollen. So, unser Ziel ist ja immer noch Budapest. Und das ist noch ein langer, langer Weg. Und niemand sagte es vielleicht. Wir hatten nichts zu verlieren. Und kein Weg war uns so weit. Das ist aber jetzt... Oh, jetzt kommt aber eine epische Strecke. Mit 2 Tankstellen. Also nach Budapest wird aber ein weiter Weg. Das wird ein weiter Weg. Da könnten wir glatt über Bratislava fahren. Und das ist auch ein weiter Weg. Das sieht also weit aus. Wir fahren nach Bratislava. Von Bratislava nach Budapest. Würde ich einfach mal so ganz bläugig sagen. Ah ja, lass uns mal nach Bratislava. Bratislava und dann nach Budapest. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, bitteschön. Dankeschön. Wie sieht's denn aus? Lass uns mal rausgehen. Und Topsy hat eine grüne Schrift, sein Profilname hat eine grüne Schrift, deswegen kann man seinen Namen nicht so lesen. Ich glaube Topsy oder so. Der meinte Spaß seit 2 Monaten. Echt jetzt? Hier gibt es keinen Spaß. Das ist ein todernster Kanal. Hier wird nicht gelacht. Oh, was für ein Schwenk gerade. Da wird einem ja ganz schlecht bei dem Geschwenke. 1, 2, 3. So, jetzt. Ja, die Fliege ist jetzt direkt auf dem... Mann, oh Mann. Flieg doch mal, Fliege. Mach irgendwas Sinnvolles. Flieg. Fluschi. Was? Außerdem bin ich nicht irgendein Typ, sondern der Typ. Der war gut. Ich bin nicht irgendein Typ, sondern ich bin der Typ. Naja, du bist der Typ. Du bist der Typ. Ja, mal sehen. Vielleicht kommt es ja noch mit der Schrotflinte.
Lupus, vielleicht kommt es noch mit der Schrotflinte. Wer weiß, wer weiß. Oh, wir sind. Ach ja, wir haben uns ja mit letzter Kraft, ja. Mit letzter Kraft haben wir uns hier noch auf den Hotelparkplatz geschleppt, ja. Um praktisch jetzt ein kleines Nickerchen zu machen im Hotel. Mit den Dienstmädchen. Und wir waren natürlich stehen geblieben, dass wir alle in einem Sternchenzimmer schlafen. Ja, der Einzige, der sich, ja. Lupus wollte ja sozusagen so ein bisschen austricksen, wollte sich aus der Geschichte heraustricksen, ebenso wie Natalu. Der Ninfan hat sich mit der Geschichte abgefunden und hat das Beste draus gemacht, indem er gesagt hat, ich mache da was auch in mein Zimmerchen und so. Ja, ich komme da schon klar mit meinem Zimmerchen. Also sozusagen Ninfan hat sich in der Geschichte richtig eingepasst. Ja. Lupus hätte sich auch einpassen müssen, aber er versuchte sich auszutricksen. Und Natalu hätte sich theoretisch gemütlich im Schrank machen sollen. Sie hätte praktisch einen Weg finden müssen, wie kann ich es mir jetzt in den Schrank zurecht machen. Und Lupus hätte sich einen Gedanken machen müssen, wie kriege ich jetzt das in den Zimmer geregelt. Der Einzige, der wirklich sich Gedanken gemacht hatte in dem Zimmer, war Ninfan. Der meinte, er hört es ja alles nicht so. Ja, aber Ninfan hat versucht, mit seinem Elend klarzukommen, dass er halt nur ein Sternezimmerchen diesmal bekommt. Ja, er hat versucht, das Beste draus zu machen. Lupus und Natalu hatten die Prüfung leider erstmal nicht bestanden. Sie müssen diese Prüfung nachholen, sozusagen. Ninfan hat Prüfung bestanden, ist eins weitergekommen, kann man sagen. Das hat gerade Bing gemacht, ach so. Und das hat Bing gemacht. Wann fährst du los? Wann fahre ich los? Das ist eine gute Frage. Erstmal nicht. Wir werden jetzt erstmal ein Nickerchen machen, weil wir todmüde sind. Wir sind so, guck mal hier, das Bettchen da ist schon sowas von rot. Es ist so rot. Rot wie Blut. Kukuriku, kukuriku, es ist Blut im Schuh. Was, aber Wald ist doch das Beste, was man draus machen kann. Nein, Mann, nein. Dein Schicksal war das Ein-Sterne-Zimmerchen, wovon Natalu und du dich drücken wolltest. Deswegen musste ich ja Magie anwenden, ja. Unüberwindbare Magie. Was? Ohrstöpsel mit. Genau, Ninfan hat versucht, das Beste draus zu machen. So, los jetzt, schlafen. Schnarch, 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 schnarch. Und mitten in der Nacht werden wir wach. Ein düsterer Himmel zieht auf, aber unser Hordenherz lodert stark in der Finsternis. Es leuchtet Rotblut und schlägt pochend wild. Wir wollen eine Fracht fahren. Dann wollen wir mal gucken. Wir wollen mal schön gucken, ob es nach Bratislava geht. Ja, störend. Oh, störend. Störend wie ein Vibrator ohne Batterie. Ich weiß. Drum macht es mich nicht heiß. Ich hab euch vermisst. Oh, wird schon was weggebannt? Nein, lass sie doch mal ein bisschen leben. Achso, war Mr. Spock. Mr. Spock hilft uns ja auch manchmal mit. Mensch, Fluschi, ich habe gerade überlegt, was meint er denn jetzt, wenn der Mond da ist und anfängt zu rollen? Jetzt! Fluschi hat es herausgefunden. Dann geht's los. Dann halt, und dann, wenn es dann losgeht, dann singen wir. Aber der Wagen, er rollt. Ich wär ja so gern noch geblieben, aber der Wagen, er rollt. Aber Moment, er rollt einfach nicht. Er rollt nicht. Warte mal, lass ich das offen, dann kann ich wie so eine Akkusüchtige weiter an der Flasche nippeln. Nur warte mal, nuckeln, nicht nippeln. So, ruhig konzentriert. Oh, mir hängt die Pizza immer noch nach. Ich weiß, das klingt jetzt nicht so feminin, aber die hängt mir immer noch so nach, die Pizza. Das war, Gott sei Dank habe ich diese zwei blöden Spaghetti, sag ich schon, diese Spinazi-Pizza, Nazi-Pizza, Spinazi-Pizza sind runtergeschlungen, kann man sagen. Das war echt, hoffentlich nicht nochmal. Natalu, ich wusste, der Vampir ist unter uns und beißt wieder alle. Ich habe mich schon gewundert, wer da bannen tut. Na sag einmal, Mensch. Und das um die Zeit. Ah ne, ist doch noch früh eigentlich. Für die, ne, ist doch noch früh. Ne, Natalu schaut immer mal so rein. Sie ist halt so diese Vampirleute. Die kommen und gehen so, die tauchen immer aus. So unberechenbar, diese Leute. Vampire halt, ne? So, warte mal, ich muss irgendwas machen, Leute. Ich
muss mir, glaube ich, mal, ne, ich muss was machen. Oh, ich dachte schon gerade, das ist jetzt. Vielleicht bleibt nachher noch ein bisschen Zeit, kurz mal ein bisschen das andere Profil zu fahren für Multiplayer und so, schon mal, dass wir schon mal Multiplayer ein bisschen wieder einfangen können. So, wir wollen von Banska nach Bratislava. Guck mal, gleich das erste. Was, Spanplatten? Nee, gib mal was zu essen, irgendwas. Zucker. Kann man zumindest schon mal essen, aber das ist Budapest. Guck mal, es gibt direkt nach Budapest. Ne Mann, ich will aber jetzt erst nach Bratislava fahren. Traktoren. Joghurt. Schön lecker. Nee, Mann, wir wollen es schön genießen. Wir wollen es ganz. Was? Übrigens, hallo, Natalu. Natalu, schau dir zu. Bleibst du da, Natalu, oder schaust du nur mal kurz vorbei? Bist du nur einen Augenblick bei mir? Verrat es mir, verrat es mir. So, nix, wir pokern nochmal. Ihr dürft alle noch im Hotel bleiben, Leute. Ja, ist ja auch klar, wer fährt denn um 1 Uhr durch die Gegend? Ich meine, wir ackern schon, haben kein geregeltes Arbeitsleben hier. Und im Sommer um 1 Uhr, wir wollen auch mal im Hotel schlafen und mal die Füße auseinander machen. Nee, warte mal, die Beine auseinander machen. Nee, warte mal, das klingt auch wieder falsch. Wir wollen auf jeden Fall irgendwas auseinander machen. Und wenn es nur der Klappstuhl ist. So, jetzt aber, los. Schnarch, 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 schnarch. Es ist 10 Uhr in der Früh und wir erwachen leicht aus dem Schlaf. Ich lasse mir mal von. Ach nee, ich habe ja gar keine Dienstmädchen, scheiße. Ich bin ja auch im Ein-Sterne-Zimmerchen. Ich wollte gerade sagen, mein Dienstmädchen reicht mir mal mein PDR rüber, aber ich bin ja gar nicht. Keine Dienstmädchen, Mann, das ist ein armseliges Leben in Ein-Sterne-Zimmer-Hotels. Es ist so traurig, aber wir haben auch so viel nicht verdient gehabt. Das ist die Strafe dafür. Ich bleib, keine Sorge, Cousin. Oh, schön. Dann kann ich ja rumspinnen. Das muss ich mich wieder benehmen. Natalu passt nämlich immer, weil ich bin ja noch in meiner zweiten Pubertät, ja. Wer das nicht weiß, der guckt sich am besten auf unseren YouTube-Kanal mal ETS 001 oder 01. Auf jeden Fall 1. Guckt sie ETS 1 an und da erkläre ich mal was zum Thema Pubertät, ja. Cosima und Pubertät oder Hypnotika und Pubertät. Deswegen beschützt mich Natalu, weil ich bin ja noch in meiner zweiten Pubertät jetzt. Pubertät! In meiner zweiten Pubertät. Und deswegen muss ich von meinen Moderatoren ja auch beschützt werden, weil ich in meiner zweiten Pubertät bin. Hallöchen. Hallöchen. Oder Moinsen. Moinsen. Hi. Hi. Servus. Nee, warte mal. Servus heißt doch wieder. Grüezi boi, hä? Grüezi boi. So, lass mich mal kurz konzentrieren. Wir wollen nach Bratislava. Bratislava. Jetzt guck mal hier. Das ist alles Stadtfahrt, oder? Mitten in der Stadt. Was? Kuisisse. 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 Ja, guten Tag, guten Abend, guten Abend. Wien, wo, Wien? Nee, Mann, nicht Wien, Krakow. Da war doch mal was mit Krakow. Warte mal, ich muss mal kurz was gucken, genau. Gut, noch ein Schläfchen. Oh, das wird aber ein ganz schön harter Pokerfight am Tisch. Wenn ich fahr mal leer. Das ist nicht schwer, das reimt sich sogar. Na los. Schnarch, 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 schnarch. Und die Dämmerung kommt uns langsam entgegen. Der Abend bricht an. Das Land senkt sich langsam und die Ruhe entsteht. Ja, oder so ähnlich. Okay, jetzt aber. Jetzt kriegen wir so einen richtig fetten Auftrag. Jetzt fahren wir Goldbahn. Jetzt fahren wir Goldbahn. Ich weiß es. Ich spüre es schon. Ich spüre es schon, wie es glänzt. Na also, Bratislava, Gabelstapler. Und nochmal Bratislava. Honig, na also, geht doch in eine Stunde. Na super, Mensch, na also. Warum nicht gleich so? Kartoffeln, auch nicht schlecht. Aber ich habe in meinem Leben genug. Ich will keine Kartoffeln mehr. Ich habe meine ganze Kindheit über Kartoffeln gegessen. Ich kann schon keine Kartoffeln mehr sehen. Lieber irgendwas mit Reis oder Spaghetti, aber keine Kartoffeln. Ich habe mein ganzes Leben lang Kartoffeln gegessen. Typisch deutsch. Der echte Deutsche isst Kartoffeln. Auf den deutschen Tisch kommt Kartoffeln. Nee, wir wollen Honig. Honig süß. Ist auch selten dämlich. Der macht seinen eigenen Schrank und Tür kaputt. Hat der Typ vom Hotel ist auch selten dämlich. Nimm fahren wieder. So Leute,
Alles raus, zieht euch an, es geht los. Ich habe einen Auftrag an Land gezogen. Yes, wir verlassen unser Ein-Sterne-Zimmerchen. Lalala. Schaffen wir das überhaupt? Honig, ja. Und Bratislava richtig gelesen? Ja, habe ich alles richtig gemacht? Ja, ja. Kontrolliert, kontrolliert. Check, check. Okay, alles klar. Erstmal, mir ist mal aufgefallen, Leute, wir haben ja ganz schön geschludert. Wir haben ganz schön was vernachlässigt. Wisst ihr auch was? Wer weiß es? Wer weiß, was wir vernachlässigt haben? Richtig üben. Mann, ich produziere voll die Luft. Ich könnte schon wieder, auf Deutsch gesagt, rülpsen wie ein afrikanischer Bergbauarbeiter. Aber das ist nicht damenmäßig, deswegen darf ich das nicht machen. Das ist nicht damenmäßig. Oh, da will jemand die Frachtpapiere. Der Name sagt mir aber noch nicht so oft. Dürfen wir Ihnen die Frachtpapiere anvertrauen? Ist er denn eine vertrauenswürdige Person? Oder ist es ein Wegelagerer und ein Schurke, der uns nur die Frachtpapiere klauen will, um dann in der Finsternis der Nacht zu verschwinden, während wir dann Sorgen mit den Frachtpapieren haben? Ja, wie nenne ich ihn überhaupt? Lizit oder so? Lixit? Wie soll ich dich nennen? Lixit. Ja, er könnte sie holen. Wir schicken mal noch Fachpapiere abgeben. Was? Abgeben? Nicht mal holen. Nicht mal holen. Ne? Freiwillig arbeiten. Freiwillig arbeiten. Oh je. Tobi. Tobi, na, wir schicken mal Ninfan und Tobi. Wir schicken mal beide mit und Lupus geht gleich noch mit, weil er gerade gesagt hat, er will arbeiten. Yes, Baby. Genau, also er geht gleich mit rein. Tobi, ich weiß nicht, ob ich mir Tobi merke. Wenn Tobi öfters da ist, werde ich mir Tobi merken. Leute, die nur kurz kommen und gehen, die gehen auch in mein, die gehen dann auch in meinen Kopf. Die kommen und gehen auch in meinen Kopf. Leute, die länger da bleiben, die bleiben dann länger in meinem Kopf. Leute, die kommen und gehen, die gehen ja auch so. So hat man weniger Datenmüll im Kopf, weil sonst hat man naja so einen Schädel wie so ein Außerirdischer. Deswegen muss man sich immer auf das Wesentliche konzentrieren. Ja, so eine Art Dori-Fischsystem. Ebenfalls, genau, Tobi, Lupus und Ninfan gehen mal rein. Wenn wir dann mal da sind. Was wollte ich denn jetzt? Genau, Mensch. Und zwar, Leute, was war schon lange, ist mir bei den einen Video aufgefallen. Wir haben gar keinen LKW-Check gemacht, Leute. Das haben wir schon ganz schön lange nicht mehr gemacht. So, das werden wir jetzt mal nachholen. Blinker rechts, Blinker links. Ja, wir waren ganz schön schluderig in letzter Zeit. Standlicht, Normallicht, tsch, Fernlicht. Oh, was ist denn jetzt los? Da fehlt uns aber was. Da fehlt uns ja eine Glühbirne. Wer von euch hat schon wieder rumgeschaltet an den Lampensystem? Irgendjemand von euch hat schon wieder am Lampensystem rumgeschraubt. Das darf aber wohl nicht wahr sein, hä? Was ist hier überhaupt los? Tsch. So. Mann, ja, mach doch! Wer von euch hat am Lampensystem rumgeschraubt? Ich glaube, ich spinne. Tsch, 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 tsch. Geile Lampenanordnung. Ist mir das im Nachhinein, hat es mir richtig gefallen. Bin seit dem Tag mit Schlammcatchen da. Schlammcatchen. Das ist noch nicht so lange her mit dem Schlammcatchen, oder? Das hatten wir jetzt vor einer Weile. Irgendwas mit Schlammcatchen. Da war mal was mit Schlammcatchen. Das ist aber schon eine Weile her. Warte mal, das war von unser, wo wir unseren Platz eingeweiht haben. Wo wir unseren Platz eingeweiht haben? Nee, wo wir das zweite Mal zu unserem Platz hingekommen sind. Jedenfalls, wo wir vor einer Weile eben jetzt mal wieder beim Platz waren. Da hatten wir das Thema mit dem Schlammcatchen, glaube ich. Bei der Einweihung hatten wir es noch nicht gehabt, glaube ich. Mann, was machst du denn da jetzt? Hör mal auf jetzt. So, jetzt. Oh, du musst mich fertig in den Kumpel. So, jetzt. So ein Warmling dich mal bitte. Ja, gut, läuft. Hinten gucken. Geht. Feststellbremse, geht. Blinker rechts, Blinker links. Feststellbremse und eine Bremse. Ja, geht. Können wir so lassen. Dann los. So, heute fahre ich mal bis vorne, dass ich schon mal die Straße sehen kann. Ihr könnt ja rumlaufen. Ich will vorne an der Straße mal stehen. Du seid da gleich mal ein bisschen fit. So, alle einsteigen. Was, da fahren wir seit Tagen mit kaputten Lichtern rum. Nein, Fan. Es läuft schon alles. Was, der Motor ist, was? Gestartet der auf. Was, der Auftrag ist fest und dafür bin ich fröhlich zwischen den beiden. So. Wow, guck mal. Die Kollegen ackern schon. Wie spät haben wir es denn überhaupt dann?
Was? 19.56 Uhr? Ich dachte, das ist in der Früh. Ich habe mich gerade in der Früh gefühlt. So, alle drin? Ah, da kommen wieder zwei von da. Guck mal, einer von denen trägt sogar eine Pudelmütze. Was macht ihr denn da schon wieder? Was habt ihr schon wieder für Spiele gespielt? Los, behaltet euch mal ein bisschen. Ich guck mal noch. Warte, jetzt kommen sie. So, einsteigen. Gut. Drinne, Tür zu. Los geht's. Nach links. Achtung, Zebrastreifen, falls ein Pärchen kommt und so. Von der Kollegen grüßen. Hier ist die Welt noch in Ordnung. In Banska. In Banska ist der Hund begraben. Kann man sagen. Oh, guck mal, da läuft schon was. Noch was, was läuft denn da noch? Das war fast wie ein Echo. Ich habe das Gefühl, es ist in der Früh, aber dabei ist es spät am Abend. Ja, Lucifer? Lucifer, was war schon? Lupus, du hast was verpasst. Hier ist gerade, hier war richtig was, hier war so richtig, sage ich dir. So richtig. Wir fahren in die Nacht hinein, kann man sagen. Seid ihr alle noch fit oder seid ihr alle schon fertig? Wer ist noch fit? Was war das da gerade? Was war denn das da? Warte mal, müssen wir hier rein? Nee, wir müssen weiter. Ihr wisst ja, wenn alle fit seid, dann können wir singen, ich bin fit, ich bin gut drauf, mit den anderen nehme ich es locker auf. Da sagt jemand, Abend, sagt jemand. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei Hypnos World im Wahnsinn. Na, na. Oh, da. Da kommt. Da ist einer. Was läuft denn da? Nee, die ist nicht mein Typ gewesen. Dam, dam. Irgendwie ist der Sound ein bisschen leise. Ich will mehr Sound. Sound of Silence. Genau, die drei holen die Frachtpapiere. Lupus, Tobi und Ninfan. Was kriegen wir denn? Kriegen wir uns... Warte mal. Genau, wir fahren ja Honig. Und zwar... Die Zuschauer, alle im Hintergrund, ihr geht mal ins Lager und lasst euch mal 15 Kilo Honig geben. Ja? Sagt er, ihr wisst ja, kommt von Hypnos World, geht da mal zum Lagerchef und lasst euch 15 Kilo Honig geben. Dann können wir unterwegs, keine Ahnung, Brot oder Honig, können wir schön mit Brötchen mit Honig essen oder sowas, oder Brot oder Milch mit Honig uns machen, dass wir eine gute Gesangsstimme bekommen. Also lasst euch mal den Honig extra geben. Also die Zuschauer haben dann auch was zu tun. Und in der Zukunft die YouTube-Leute, die jetzt gerade dieses Video sich anschauen. Ja, ihr kommt hier nicht davon. Hier kommen alle dran. Jeder kommt hier dran. Gemütlich auf dem Hof. Da steht er ja. Unser Auflieger, den nehmen wir jetzt mit, Leute. Mit denen fahren wir jetzt nach Bratislava. Was sagt er dazu? Ist das nicht ein Ding? Wir fahren jetzt mit dem Trailer, fahren wir jetzt nach Bratislava. Oder sagen wir Auflieger? Ich glaube, Trailer weiß gar nicht jeder, was es ist. Was ich ja nicht mal. Das weiß ich ja selber nicht mal. Sagen wir Auflieger. Das klingt irgendwie so, das versteht man noch. Voller Wolf, richtig. Voller Wolf. Na, schaffen wir promäßig anzudocken? Ja, Mann, das war promäßig. Tschitsch.
Da sagt jemand irgendwas mit WTF und dann sagt er feiert es. Das ist schön. Denkt dran, für die Neuen sollte hier tatsächlich jemand neu sein und so sich des Wahnsinns hingeben. Es dauert eine Weile, bis man sich hier akklimatisiert an den Hypnoswald, ja? Es gibt da mehrere Stufen, die man durchlebt, seelisch, bis man dann richtig angekommen ist. Es dauert seine Zeit. Guck mal, ein romantisches Foto. Warte mal, das müssen wir erstmal genießen. Das müssen wir erstmal. Genitalien wollte ich schon sagen. Das müssen wir erstmal genießen, irgendwie so. Zwischen die Lampe, zwischen die Augen mittendurch. Warte mal, lächeln. Ich überlege, ob wir dafür aussteigen, damit man eine bessere Kameraposition. Wie viel Zeit haben wir denn? 7 Stunden für wie viele Kilometer? 181. Was haben wir mal gesagt? Wir haben mal gesagt, 3 Stunden für 190 Kilometer, oder? 3 Stunden, 190 Kilometer. Sieht also schnieke aus. Dann können wir einen kleinen Sprung nach draußen machen. Hopp. Ich will mal gucken, ob ich von hier aus ein besseres Bild bekomme. Die Augenbrauen jucken. Es gibt Geld, Leute. Wenn die Augenbrauen jucken, gibt es Geld. Seht ihr, ich habe schon wieder einen neuen Aberglauben gefunden. So. Guck mal, der steht so einsam und alleine da. Aber er gehört uns. Er gehört zu uns, wie sein Schild an dem, an der Tür. Na, 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 na. An der Scheibe. Na, 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 na. Nee, so. Es wirkt noch nicht so. Irgendwas fehlt noch. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas fehlt noch. Naja, lächeln. Es ist noch nicht so richtig das Wahre, aber es kommt. Warte mal. Komm mal ein Stück rangefahren. Ja, wir kommen der Sache näher. Ja, so sieht schon ein Stückchen noch, ein Stückchen noch. Ein bisschen mehr blauer Himmel, genau, Mann. Ja, das ist es. Das ist es. Na klar, Mann. Da geht immer gleich das Power gleich mal das Komplettlicht aus. Wie kommst du jetzt auf Honig, sagt Lukas. Euro-Goodies. Na, 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 jetzt geht es nach Bratislava. Oh, guck mal, das ist aber unordentlich. Da, guck mal, das ist aber unordentlich. Da stand bestimmt mal Müllcontainer, der gerade abgeholt wurde. Seht ihr das? Ist hier nicht schmutzige Platz. Ach so, könnt ihr gar nicht sehen, wo mein Bild da wohl. Da, seht ihr das? Das ist eine schmutzige Ecke. Schmutzig. Brrr. So, einsteigen alle. So, wo lang? Rechts oder links? Das ist jetzt hier die Frage. Guck mal da drüben, was da läuft. Oder? Was ist das? Was läuft da drüben? Ist das ein Typ oder eine Frau? Ist ein Typ, oder? Ist das ein Typ, oder? Wag, oh, hier. So, alle drin, Tür zu. Da. So, was denn? Ach so. Ich wäre schon wieder links gefahren. Mann, ja, das war ein Mann gewesen. Da drüben läuft was Sportliches. Und blond. Na, die nehmen wir noch ein Stück mit, wenn sie will, oder? Da fragen wir doch gleich. Da fragen wir doch gleich mal.
So weg, oder? Jetzt ist sie weg, weg. Und wir sind wieder allein, allein. Schade, sie ist weg. Kollege? Oh, guck mal, da drüben steht ein Zug. Es fährt kein Zug nach nirgendwo. Nein, was erzählst du denn? Es ist grün. Mist. Moment, wir bleiben gleich mal links. Ich wollte den Zug mal noch. Ob der noch losfährt, der Zug? Na, wir sind sogar noch bei Grün rübergekommen. Wir fahren durch Banska, Leute. Wow, dieses Gebäude sieht aber auch schon ein bisschen mitgenommen aus, oder? Guck mal, hier gibt es Berge, hier kann man kraxeln gehen. Hier kannst du kraxeln gehen. Dicht bewaldetes Gebiet, wo man dann kraxeln gehen kann. Das ist doch schon mal was. Haben wir ja aber nicht viel gesehen in Banska, oder? Also irgendwann müssen wir nochmal in Banska nochmal einmal, also nicht einmarschieren, aber nochmal vorbeischauen, noch ein bisschen City-Chill machen oder so, oder? Nein, ihr wart doch alle drin. Ihr wart doch alle drin. Wollen wir hoffen, dass es Venus gut geht? Hoffentlich hat bei Venus heute alles geklappt. Mit ihren Anwendungen und was sie da alles machen muss. Mal sehen, wann sich Venus wieder meldet. Vielleicht kommt sie ja mal wieder gucken oder so. Guck mal hier, diese Warmblink-Dinger hier. Blink, 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 50. Fahren wir doch. Ich überlege, wo es noch was zu glotzen gibt, zu fotografieren. Guck mal da, was ist denn das? ProSieben? Ist da ProSieben? Hey, das ist ein ProSieben-Zeichen oder sowas. Guck mal da hinten. Was ist denn das für ein Zeichen? Das sieht aus wie, von weit sieht es aus wie ProSieben, oder? Guck mal da hinten. Rechts, hinten rechts. Mensch, was... Sag mal, steht da hinten ein Mutterschiff? Was ist denn das da hinten? Guck mal. Wir müssen da ja auch lang. Steht da ein Mutterschiff? Und da ist ProSieben. ProSieben in Banska. Wer hätte das gedacht? Nur wegen Großbuchstaben. Tja, Filter. Da ist der Filter angesprungen. Es ist hart hier bei Hypnos World. Guck mal, es sieht aus wie von dem Game Mafia da in die Ecke. Die Mafia-Ecke. Ich würde ja gerne das ProSieben-Gebäude fotografieren, aber wir stehen hier extrem ungünstig wieder mal. Was steht da? Teschhardt. Guck mal, das ist voll schön da. Da würde ich gerne hin. Wie kommen wir da hin? Hupt schon jemand? Nee, ist noch keiner hinter uns. Ist noch keiner hinter uns. Ich würde das gerne da drüben fotografieren, aber wir kommen da irgendwie nicht hin. Dann halt so. Das war halt ein bescheidenes Bild. Aber. Und das Lächeln war auch bescheiden. Naja, gut. Dann ziehen wir es mal rum. Stargill, wo ist denn Stargill? Ah, Stargill, gar nicht gesehen, Mann. Stargill, Hallöchen. Hallöchen, Stargill. Gar nicht gesehen. Bratislava. Hier drüben, hier würde ich gerne Fotos machen. Aber erstmal müssen wir jetzt hier hinten aufpassen. Hier kommt irgendwo vielleicht ein Mutterschiff.
Wir brauchen erstmal unseren Navi. Wir fahren mal ganz vorsichtig, ganz schüchtern voran. Da. Wir könnten aber dahin gehen, Foto machen. Pass mal auf, wir gehen mal auf den Standsteifen. Wir setzen mal kurz ein Warmblinklicht an. Wir sagen, pass mal auf, ihr bleibt mal drinnen. Warmblinklicht. Ihr bleibt mal drin. Sollte der Wachtmeister kommen, sagt er, sagt ihr, uns ist der Sprit ausgegangen. Oder so. Denkt euch was aus. Denkt euch was aus, wenn der Wachtmeister kommt. Rutsch, ich kann mal fahren. Ich muss ja kurz mal ein Foto machen. Da will jemand Aufmerksamkeit haben. Flushi will Aufmerksamkeit. Drück mal auf die Tube. Da sagt jemand, drück mal auf die Tube. Nee, das heißt Zahnpasta. Zahnpasta. So, Teschhard, hä? Teschhard. Guck mal, wunderschön. Und hopp, habt ihr gesehen, elegant rübergeschwungen. Das kann aber auch ganz derbs nach hinten losgehen. Ich bin auch schon mal gestolpert, da wäre ich mal auf die Schnauze gefallen. Dann hätte man mir unter mein Rückchen gucken können. Warte mal, das fotografieren mal. Aber da fehlt noch ein Tick, da ist noch nicht der Hype so. Es fehlt noch was. Nein, das war's noch nicht, das war's noch nicht. Das war ein bisschen Rennen. So, ein bisschen weiter ran. Und so. Ja, wir kommen der Sache schon näher. Das war es aber auch noch nicht. Da will ich hin. Wir gehen ins Kino mit Tino. ProSieben. Jetzt in Banska. ProSieben hat sich im Banska eingekauft. Das fotografieren wir doch mal. Lächeln. Gut gemacht, schön. Demnächst in ihrem Kino. Was gibt's denn? Der neue Banska-Thriller. ProSieben macht Schleifwerbung. Schleifwerbung für Banska. Beep. Achtung. Und. Hopp. Habt ihr gesehen? Assassine-mäßig. So. Dahinter ist der Flughafenturm. Ey, Flughafenturm. Oh, guck mal, warte mal, fahr mal hier, jetzt von hier aus. Ja, ja, wir kommen doch gleich, hör mal auf zu hupen, man. Schraubt einer von unseren Leuten ja mal die Hupe ab. Du Pfeife. So, warte mal, hier so. Nee, das Bäumlein stört noch ein wenig. Jetzt. Episch. Lächeln. Gut. Na also, es läuft doch. Und machen wir ein bisschen schneller laufen, das kann ich nicht rüber. Hopp! Ich wollte gerade sagen, da stehen wir. Ja, Mann, wer hupt denn hier von euch? Seht ihr das nicht, dass wir Warmblinklichtanlage anhaben? Kommt jemand? Ja, gut. Ja, ja, Mensch, wir steigen ja schon wieder ein. Mach mal hier so einen Stress, Kollege. Kann man nicht mal in Ruhe pullern gehen, Mensch? So, Licht an. Ist ja schon. Dusch, dusch. Ach, du meinst da hinten, das ist vielleicht das Flughafending oder so. Das ist nicht das ProSieben-Zeichen. Na klar, Mensch, das haben wir uns jetzt gerade so eingeredet. Da kannst du doch nicht sagen, nee, Mensch. Das haben wir jetzt gerade so beschlossen. Ah, genau, Lupus. Lupus hat jetzt sein Date. Sein Date mit der neuen Flamme, die er kennengelernt hat, und der Schrotflinte von dem Papichen, der jetzt die neue Flamme gerade bringt. Der Papichen kommt jetzt mit der Schrotflinte. Dann viel Glück mit der Schrotflinte, Lupus. Da, 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 da. Guck mal, da steht's. Da, 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 da. Oh, guck mal, das sieht ja toll aus. Da fahren wir mal kurz auf den Standstreifen. Pass mal darauf, oder sind wir zu dick?
Nicht, dass wir uns jetzt noch eine Schramme ziehen. Die haben gerade neu lackieren lassen. Sind wir schon drauf? Ja, Mann, guck mal, perfekt. Guck mal, wie schön das leuchtet alles. Ich hätte fast gesagt, Berlin-Weihnacht. Da müssen wir natürlich raus. Da müssen wir raus. Autsch, ach, direkt durch den Motor. Mann, guck mal hier. Das sieht auch wieder geil aus. Irgendwie hat das was, oder? Das hat was, warte mal. Das hat irgendwie was. Das fotografieren wir. Durch Zufall. Warte mal. Epic. Lächeln? Das hat was, das hat was, das hat was. So schnell rüber. Der Rüstler kommt mit. Boah, guck mal, das fotografieren wir erstmal. Wow, das sieht echt geil aus. Das fotografieren wir auch. Das hat was, das sieht echt geil aus. Achtung. Also kannst du dann wieder auch nicht. Noch mal, hallo. Als Vater meine Tochter um 0 Uhr, ja, oder um 23 Uhr, 0 Uhr irgendwo hinfahre, dann nehme ich die Schrotflinte mit. Achtung, ich will ein Foto machen. Und wenn der da weg ist, jetzt. Ja, das war nicht schlecht. Hopp. Dann nehme ich die Schrotflinte mit. So. Links, rechts, links, rechts. Simon sagt, links, rechts, links, links. Alle gehen links. So. Das fotografieren. Welche? Mann, da haben wir schöne Bilderchen gemacht. Jetzt muss man aber Gas geben, Leute. Jetzt muss man richtig Gas geben. Schaffen wir noch. Los, bald euch, Leute. Rüber. So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, hier rüber zu kommen. Wow, guck mal, wie der leuchtet. Voll geil, oder? Hopp. Behalt euch, bevor wieder neue Autos kommen. Einsteigen. So, alle drin? Tür zu, guck mal, wie unser Schneemann leuchtet. Mensch, es gibt wieder was zu bannen. Das ist ja ein Ding, Mensch. Das haben wir vermisst, oder? Mensch, gestern haben wir das gestern war keiner zum Bannen da. Da waren wir richtig traurig ein bisschen gewesen. Ich sag mal, ich fahre wieder am 7. los, oder? Kann es sein? Ja, sag ich doch. Der Kollege wartet. Ist aber nett von dem Kollegen. Das ist aber echt nett. Ja, kannst aufhören zu blinken jetzt. Klack. Haltet mal kurz das Lenkrad. Okay, danke. Also mein Vater wäre nie so, er hätte meine, was, männlichen Freunde immer schön kontrolliert, aber niemals grob angemacht oder so. Das wohl man. Ja, ich doch auch nicht. Ich hätte halt nur die Schrotflinte benutzt. Mist, ach so, ich dachte, ja, das war das. Ich dachte gerade, wir haben das UFO verpasst. Das war ja dieses der Tower-Ding, das Tower-Ding da. So, warte, ich muss mich konzentrieren. Ich fahr schon wieder richtig hier. Ich habe das Gefühl, irgendwas ist falsch. Ich weiß bloß nicht was. Mann, ist es wieder finster. Finstere Nacht. Wir fahren schon, Leute, es ist 0.10 Uhr und wir fahren die Fracht durch die Gegend. Also wir sind echt harte Trucker, kann man sagen, ja. Nachts um 0.10 Uhr fahren wir Frachten durch die Gegend. Honig. Damit am nächsten Morgen, wenn Familie Müller ihren Frühstückstisch deckt, sie ihren frischen Honig auf dem Tisch haben. Ja? Für Familie Müller, Meier, Lehmann und Schulze. Damit die, wenn die morgens die Familie schön am Tisch sitzt, können sie schön ihr Honigtöpfchen aufmachen und haben schön Honig, den wir gebracht haben. In der Nacht. Ja, den haben wir in der Nacht gebracht für die Familie. Ohne uns, ja, ohne uns hätten die gar keinen Honig. Wie viele Tonnen Honig fahren wir überhaupt? Hat jemand aufgepasst, wie viel Honig wir fahren? Wie viele Tonnen? Wie viele Tonnen haben wir hinten drauf? Ich
Ich glaube, wir wechseln mal in die rechte Spur. Boah, finstere Nacht. Man sieht gar nichts im Spiegel. Ja, Musik können wir nicht machen. Wir nehmen für YouTube auf, unseren YouTube-Kanal. Damit wir schön Stoff für YouTube haben. Oh nein, ich bin geblitzt worden. 550, wo war denn dieser blöde Blitz? Ich habe nicht aufgepasst. Scheiße, Mann. Das war halt scheiße gewesen. Mann. 550 Glocken haben wir bezahlt gerade. Ich kann mich nicht mal richtig ärgern, weil mir noch die Pizza noch im Hals hängt. Mir hängt noch die Pizza im Hals. Ich kann mich gar nicht richtig ärgern darüber. Da könnte man schon wieder aufs Armaturenbrett schlagen. 20 Tonnen, sagt Linfan. 20 Tonnen Honig. Naja, dann sollten wir keinen Unfall bauen, sonst wird es eine ganz schön klebrige Sache, kann ich euch sagen. Ups. Ups, pups. Was? Außerdem, wer weiß, ob ihr Vater überhaupt eine Ahnung hat, was da läuft. Ah, da, da, da. Das, diskret habe ich einen alles erzählt. Links, ich habe alles meinen Dings erzählt. Genau, Nathalou hat ihrem Vater nicht immer alles erzählt. Warte mal. Wir werden mal ein bisschen tanken wollen. Was kostet denn der Sprit hier? In Polen ist ja billiger. Solange wir noch in Polen sind, sollten wir tanken fahren. So, dann machen wir doch. Ja, ist billig hier. Kriegen wir fast geschenkt. Na, also geht doch. So, pass mal auf. Das ist ja hier eine große Tankstelle. Das heißt, die Zuschauer, ihr springt mal rein und holt mal für mich bitte drei kleine Schmuddelhefte, drei große Schmuddelhefte und guck mal, ob es die Sonne. Ich glaube, hier gibt es sogar die Sonnenausgaben. Und drei Sonderausgaben, nicht die Banska Sonderausgaben Schmuddelhefte. Und noch bitte für mich zwei Becher Kaffeechen und zwei Kirschstreusel und zwei Pfannkuchen für unterwegs. Die heben wir uns auf. Und dann noch bitte, so ein Ninfan geht mal tanken derweil. Und dann bringt man noch bitte mit, guck mal nach, ob es hier, ja, sowas wie Wiener Bockwurst, Knacker oder so irgendwas mit Senf und Brötchen oder so. Vielleicht gibt es sogar Pommes frites. Ja, so das für mich, was ihr alle haben wollt, weiß ich nicht. Aber ihr könnt es euch auch mitbringen. Aber für mich bitte diese Sachen, ja? Okay. Ich nimm Pfand, tank derweil mal. Mut ausmachen. So, das. Und tanken. Irgendjemand geht. Wer geht denn jetzt? Auf jeden Fall, wer geht denn jetzt? Auf jeden Fall, wer geht? Gute Nacht, schlaf schön. Und wer kommt? Hallöchen und herzlich willkommen. Wir tanken aber viel. Was? Gesamtpreis 1028 Euro. Sehen wir aus wie Krösus oder was? Mann. Darf ja ich nicht wahr sein. Nee, Ninfan. Du hast noch dein Playboy-Heft. Nathalou wieder. Was, die Häppchen sind Ninfans Aufgabe, der kennt sich aus. Nein, Ninfan nicht. Die anderen Zuschauer, die holen das. Warte, ich hole euch ab. Ich fahre vor. Ich fahre vor beim Chef da. So, los. Einsteigen wieder. Jetzt gibt es endlich wieder Kuchen. So. Nathalou wieder. Wo kommst du nicht? Alle drin? Okay, Tür zu. Wir hätten noch ein Fässchen Öl hätten wir wieder mitnehmen können für Ölspiele. Aber gut, muss reichen. Waren wir endlich mal wieder an der Tanke gewesen, Mensch. Haben wir uns gleich wieder ein bisschen was eingedeckt. Na also, Honig, Kuchen, haben wir alles an Bord hier. Läuft. Es läuft, Leute. Wie viele Kilometer haben wir noch? 85 Kilometer. Ach du Scheiße, 85 Kilometer. Ich glaube, das schaffen wir im Wachzustand gar nicht mehr. Außer wir geben jetzt ordentlich Flamme. Da müssen wir aber ganz schön Flamme jetzt geben. Dann mal los.
Nee, von der Pförtner sieht doch, dass du noch nicht so alt bist. Das kann der doch sehen, der Pförtner. Der ist doch nicht dämlich, der Pförtner. Du musst halt warten, bis deine Chance wieder kommt, Ninfan. Erstmal hast du ja ein Heft. Ein Heftchen hast du ja. Du musst halt warten, bis deine Chance wieder kommt für ein neues Heftchen. Nee, du darfst leider die Schmuddelhefte nicht durchgucken. Bruder darf die Schmuddelhefte nicht durchgucken. Die sind nur für mich. Ich weiß, es ist hart manchmal, ne? Ist aber nun mal so. Die sind nur für mich. Leider nicht. Ihr seid ein wenig schläfrig und träumt davon, aber leider nicht. Ihr träumt davon. Der fährt sich aber ruhig gerade hier, der LKW. Der liegt richtig gut auf der Straße gerade. Der fährt sich gerade echt gut, muss ich mal sagen. Seltsam. Sehr seltsam. Wir müssen jetzt bloß aufpassen, dass wir nicht wieder geblitzt werden. Wir haben schon 550 und haben noch nichts verdient. 550 und noch nichts verdient. Warte mal, wir müssen hier runter. Hier rum, oder? Ich muss aufpassen. Das habe ich immer nicht so drauf. Was knurrst du denn so? Alter Knurrmeister. Ach, hier hätten wir auch schön Fotos machen können, aber nee, wir haben jetzt keine Zeit. Wir müssen jetzt immer Zeit. Wir haben ja ein bisschen Fotos gemacht. Los, Gas. Bergab, Gas geben. Und rein beschleunigen. Gut. Dann kommen wir wieder fast übermüdet, kommen wir fast wieder am Bestimmungsort an, kann man sagen. Oh, war ja, das wird knapp, Leute. Muss so wie mal die Kurven aufhören. Ja, fahr doch noch vor uns rein, Mensch. Nur hör mal, ey, sag mal. Gib mal Gas da vorne. Was fährst du jetzt von. Du bist doch wohl echt mal. Gib mal Gas. Fährt in unsere Spur, anstatt da links bleiben. Wenn du auf einer Kaffeefahrt bist, dann fahr hinter uns deine Kaffeefahrt, Mensch. Die Musik geht los. Scheiße. War da gerade das Schild von der Stadt? Ich habe nie aufgepasst. Die Musik geht los. Eine Stunde noch. Wie viel Kilometer? 10 Kilometer für eine Stunde. Bung, bung, bung. Die Musik läuft. Was? Nehme ich einen Ninfan. Was nenne ich einen Ninfan? Bratislava. Tschech. Oh, guck mal, was ist denn das da für ein komisches Gelände? Wir haben jetzt keine Zeit, Kosi. Du kannst jetzt nicht gucken. Was waren das gerade? Standen eben ganz viele Autos da auf diesem Platz? Das hier müssen links. Wo sind die Mann? Die sind überall. Hier sind überall so viele Schilder. Ich sehe den Wald vor lauter Schildern nicht. Was ist denn hier eigentlich schon wieder für komische Straßen alle? Also? Rühr mal am Rührgerät. Frau Navi, bitte. Gut. Wie spät haben wir es denn? 2.20 Uhr. In Bratislava sind wir um 2.20 Uhr angekommen. Junge. Finstere Nacht, Leute. Das ist das Hotel. Merkt euch mal das Hotel. Bang, 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 bang. Ja, stimmt. Wo sind wir denn nun? Schaffen wir es noch oder nicht? Ich glaube, wir schaffen es sogar noch. So, wer gibt denn die Frachtpapiere ab? Bum, bum. Die Zuschauer.
Die Zuschauer, ihr gebt mal die Frachtpapiere ab. So, weil wir hier immer noch in Polen sind, in Bratislava, verkleidet euch mal alle wieder als Arbeiter. Ja, als edler Arbeiter. Macht euch ein bisschen schmutzig, damit es auch echt wirkt, damit wir das Geld bekommen. Guck an, der Sohn von Natalu wird Ninfan heißen, ja? Irgendwie so, ich habe nicht alles mitbekommen, weil ich muss hier ein bisschen Concentration machen. Ich muss hier Concentration machen, dass wir noch ein bisschen Geld abgreifen hier, damit wir wieder 4 Sterne schlafen können. Bom, 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 bom. So, jetzt pro-mäßig einpacken. Leider wieder mal auf diesen schwierigen Platz. Bom, 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 bom. Mensch, Natalu, musst du nicht erstmal sagen, Profiltext lesen? Muss man nicht erstmal Profiltext lesen? Cool, Mensch, die sind. Natalu, wie war der Spruch? Merke dir. Donnerstags wird immer neu gemacht. Ja, war gut, Natalu. Donnerstags wird immer neu gemacht. Guck mal. Donnerstags also mal. Dann haben wir bis nächsten Donnerstag Programm jetzt wieder. Na also, das ist doch schön. Hatte gestern schon, war schon ein bisschen... Ah, das ist gut, ey. Ist gut. Ich hab euch vermisst, Leute. Ich hab euch vermisst. Unsere Hita hier. Ich hab euch vermisst. Wo wart ihr so lange? Wir haben euch vermisst, alle. Wir haben euch ein wenig vermisst. Wo wart ihr denn so lange? Wart ihr bei jemand anders so lange? Guck mal, ist das Pro? Habe ich Pro eingepackt? Was meint ihr? Was war denn das für eine? Na, wenigstens mal. Wenigstens war ja kreativ. Ja, wenn du das sagst, Natalu. Mensch. Mensch, Leute, lasst doch Natalu und Starry mal ein bisschen auch genießen. Ihr müsst ja schon wieder arbeiten, meine. Bitte, wo wird das lesen? Denkt an, ich bin noch Jungfrau. Seid bitte lieb und anständig zu mir, ja? Ich bin noch Jungfrau. Ich bin in meiner zweiten Pubertät. Also seid bitte nett zu mir. Sonst kriege ich Komplexe nachher. Da mache ich nachts vor Nervosität in mein Bettchen. Ein kreativer Otto. Meine Moderatoren sind aber auch hart, Mensch. Die sind eiskalt, sind die eiskalt. Aber lieb und nett, wenn man sie lässt. Aber wenn man natürlich selber nicht, wenn man sie nicht lässt, dann können sie ja nicht lieb und nett sein. So, die Zuschauer geben die Frachtpapiere ab. Und das ist eine ganze Gang, oder? Es ist eine Gang. Eine Gang. Naja, eine Gang nicht wirklich. Nicht wirklich eine Gang. Eine Gang hat ja meistens Ehre. Und Ehre bedeutet, man stellt sich ja den Leuten. Also, sozusagen. So, die Zuschauer geben die Frachtpapiere ab. Denkt dran, benimmt euch nicht zu viel Schleim. Nur so ein bisschen, dass wir unsere Kohle bekommen, unser Geld. Und verkleidet als Arbeiter. Weil wir sind hier in Polen und so, da müssen wir als Arbeiter verkleidet sein. Als Arbeiter verkleidet sein. Und ich gucke jetzt erstmal, derweil gucke ich schon, wann ein Motor aus. Du musst den Motor und alles ausmachen. Warte, ich muss das mal ausmachen. Oh, wir haben den ganzen Weihnachtsbaum an. So, Motor aus. Sonst schimpft der Lagerchef wieder.
Mach den scheiß Motor aus, du alte Leuchte, da kann aber nicht wahr sein. Komm ich dir mal hin und hol dir mal hin, sag mal. So, in der Weile kann ich mal schauen, wie wir eingepackt haben. Wie viel Prozent haben wir denn? Bei Nacht sieht man gar nichts, das sind 150%, oder? Nein, natürlich nicht. Das sind gerade so 100%, oder? Gerade so 100%. Naja, gerade so, wir sind gerade so mit allen drin, so. 150% ist, wenn er komplett auf beiden Seiten gleichmäßig da drin steht und fast gerade die von der Kabine so ein bisschen angewinkelt steht, so pro-mäßig, so ein bisschen angewinkelt pro-mäßig. Dann haben wir 150%, aber das, wir haben auf beiden Seiten nicht gleichmäßig. Das sind gerade mal 100%, weil gerade noch so drin steht irgendwie mit allen Sachen so. Echt, echt schwach. Aber 100% immerhin noch erreicht, Gott sei Dank. Gut. Klack. Geschafft. 20 Tonnen Honig. Dich. Puff, baff, peng, poff, zack. 5.639 Euro habt ihr abgegriffen. Die Zuschauer. Ich denke mal, ihr habt euch... Ich glaube, der Wille war so ein bisschen da gewesen. Aber das geht besser. Das könnt ihr besser. Das können die Zuschauer besser. Ich weiß es. Ich weiß, dass ihr es besser könnt. Was? Moment, wenn ich mit 17 in einen Vampir verwandelt wurde, bin ich dann für immer in der Pubertät? Ja, Natalu. Das bist du dann. Deswegen muss ich dich auch öfters mal anketten oder dich halt im Schrank einsperren. Weil du halt, wie gesagt, immer noch in der Pubertät bist, leider. Und deswegen brauchst du manchmal ein bisschen Führung, damit du halt nicht völlig ausklingst. Ja, das ist halt diese wilde Phase immer. Tja. Freut ihr euch? Ich freue mich irgendwie. Ich weiß nicht warum. Freut ihr euch auch alle? Das Wochenende, Leute, Wochenende. Ich wünsche mal wieder, ja, es kann ja nicht schaden. Ich wünsche euch allen erstmal ein schönes Wochenende. Ihr wart ja nicht alle da. Ich wünsche euch allen erstmal ein schönes Wochenende. Ja, das wünsche ich euch auf jeden Fall. Auch die Flamer, Heater, Camper, Eierköpfe, auch euch wünsche ich ein schönes Wochenende. Ja, ihr seid ja auch irgendwo Menschen. Und deswegen wünsche ich auch euch ein wunderschönes Wochenende. Warte mal, die Heater, Flamer, Lamer, Camper. Genau, die ganze Vierergruppe. Auch euch wünschen wir ein wunderschönes Wochenende. Möget ihr euren Platz finden, wo ihr könnt immer sozusagen flamen, heaten, campen und ja, euch für sehr klug halten. Ja, vielleicht schafft ihr es sogar, dass ihr hier einen Platz bekommt. Was, Wochenende? Ich muss heute arbeiten. Ja, Natalu, das Leben ist manchmal ungerecht, aber schön. Was machen wir jetzt? Auftrag ist abgegeben, wir sind jetzt in Bratislava. Lass uns mal kurz einen Blick in die Karte werfen. Bratislava. Hey, lass mal ein Fragezeichen. Ob hier ein Händler ist? Das ist schon, das muss ein Händler sein, oder? Oder das Jobcenter. Jobcenter oder Händler? Eins von beiden, oder? Ich habe seit 5 Wochen Wochenende. Bald ist wieder vorbei in den Pfannen, oder? Bald ist wieder vorbei. Dann heißt es wieder Gas geben in der Schule. Dann heißt es wieder Gas geben in der Schule. Denkt dran, werdet alle Streber. Gebt euch richtig Mühe. Ja, das könnt ihr für spätere Leben gebrauchen, glaubt mir das. Wenn ihr die coolen Klopsis seid, dann seid ihr später nur die bei uns weggebannt werden. Das wisst ihr ja. Ja, werdet lieber die Streber, damit ihr später gute Chancen habt. Für was auch immer. Also für euch selber. Für euch selber. Ja, werdet Streber, damit ihr später viele Chancen habt. Für euch selber. Nicht jetzt, um einen geilen Job zu bekommen. Oder so. Nee, aber um viele Möglichkeiten für sich selber zu besitzen und zu haben. Deswegen. Aber wenn du stulle blöd bist, dann hast du halt nicht so viele Optionen, um dich innerlich zu verwirklichen. Ja? Wenn du aber ziemlich klug bist, dann hast du eine Menge Optionen, um dich innerlich zu verwirklichen und dich innerlich zu finden und dich innerlich voranzubringen. Wenn du aber stulle blöd bist, dann wirst du halt überall rumgebannt, ja, und weggebannt und kommst mit dir selber nicht klar. Ja? Das erleben wir ja täglich bei den gebannten Leuten hier im Livestream immer.
Für mich rot. Oh, Nathalie! Es werden schon hier. Uiuiui, es geht schon los. Jetzt werden hier schon, Wünsche geäußert. Was meint ihr, Leute? Ist das dort ein Händler oder nicht? Ich wäre auch so klug. Ich wäre auch gerne ein Streber in der Schule gewesen. Ja, ich wäre auch so gerne klug gewesen. Ach, wäre ich doch bloß ein Streber geworden. Eine Streberin. Beides. Ich bin ja eigentlich beides. Ich wäre dann beides geworden. Streber und Streberin. Ich bin ja immer beides. Ja? Als TS bin ich immer beides. Ist das nicht geil, Leute? Ich bin beides. Erste Tasse alle. Tassenwechsel bitte. Ich habe 2 Tassen Kaffee. Oh, juhu. Ich will auch ein Streber sein. Damit ich ganz klug bin. Wenn ich ganz klug bin, dann weiß ich alles. Wollen wir mal zu den Fragezeichen hinfahren? Aber wir sind schon wieder kurz vor 8 mit den Augen, kann man sagen. Was? Aber nicht mit Farbe. Das werde ich, was? Das werde ich meine Wände rot anstreichen. Na Mensch. Nathalie kriegt ihr rotes Weed. Na klar. Eigentlich wollte ich die nehmen, aber ich gebe sie Nathalie. Ja. Sie hat ja jetzt ihre Strafe bekommen im Schrank und jetzt kriegt sie natürlich wieder Belohnung. Das ist immer wie Zuckerbrot und Peitsche. Jetzt hat sie ja ihre Lektion gelernt im Schrank und jetzt kriegt sie natürlich ihre Präsidenten-Suite wieder in Rot. Na klar doch. Nein, Nathalie kriegt ihre Rote. Wieso wollte Ninfan die auch haben? Nein, oder? Ne, Ninfan wollte blau. Na siehst du, geht doch. Läuft doch alles. Geht doch. So. Lass uns mal noch zu diesem Fragezeichen. Sollten wir da noch lebend hinkommen? Machen wir einen kleinen Stecher durch die Stadt. Vielleicht können wir noch was aufreißen, irgendwas anbaggern oder so. Mal sehen. Mann, das ist aber finster hier in der Stadt. Naja, es ist auch 2.40 Uhr da. Ja, habe ich gesehen. Ich habe es gelesen. Und Nathalie und Starry, ich weiß nicht, ob Starry noch da ist, mussten dann wirklich alle weggebannt werden? Gab es dann keine Hoffnung? Wirklich nicht? Vielleicht neue nette Leute, die auch mitschreiben wollen im Chat. Neue nette Leute. Waren dann keine neuen netten Leute dabei? Mussten sie dann wirklich weggebannt werden? Gab es keine Hoffnung für diese Leute? Gab es keine Hoffnung? War denn keiner darunter, der vernünftig war, anständig war, cool war vor allem, cool, lieb, nett, süß, zuvorkommend, elegant, intelligent, was gibt's noch? Nee, gab es nicht. Also zumindest nicht unter den Gebissenen und Gebannten. Echt nicht. Keiner dabei. Kein neues Mitglied für Hypnos World. Haben sie es nicht geschafft, sich hier zu akklimatisieren? Haben sie diese Welt nicht verstanden? Diese wunderschöne Welt, Hypnos World. Welch eine Schmach für sie. Welch eine Schmach. So zogen sie von dannen und haben es nicht verstanden. Es war ihnen nicht gegeben, ein Teil unserer World zu werden. Schade. Wirklich schade für sie. Sie hätten so viel Spaß und Freude haben können, aber die Tür ward ihnen verwehrt. Was redest du da? Das weiß ich auch nicht. Aber es hört sich schön an. So, das könnt ihr gleich wieder einsteigen. Mensch, die Zuschauer, die rennen alle mit dem Geld rum. So, kommt mal wieder rein hier, Mensch. Da schreibt einer GI. Was immer GI heißt, auf jeden Fall. Hallöchen, ich sag einfach mal Hallöchen. Was? Einer der Gebissenen hat mich sogar angeschrieben. Oh. Was? Ein Pikachu. Ein Pikachu. Pikachu. Pikachu, Donnerbalken. Nee, warte mal. Einer hat dich angeschrieben. Siehste, wenn er sie. Vielleicht hat er gesagt, oh Nathalie, warum hast du mich denn gebannt? Ich hab doch nur. Ich hab's gar nicht so gemeint. Also, seid alle jetzt drin? Tür zu.
Ich hab's doch gar nicht so gemeint. Bitte entbanne mich doch wieder. Ich hab's doch gar nicht so gemeint. Ja, wirklich nicht. Glaub es mir. Mercedes ist hier. In Bratislava ist Mercedes. Pikachu. Das Thema hatten wir ja schon mal. Es gibt tatsächlich bei Pokémon gibt es tatsächlich einen Hypno. Die haben tatsächlich von mir einen Pokémon gemacht. Wer hätte das gedacht? Cosima gibt es als Pokémon. Wer hätte das gedacht? Cosima gibt es als. Und vor allen Dingen, ich habe mal bei Google eingegeben Hypnos World. Und wisst ihr, was da gekommen ist? Da kam irgendwie eine ODD-Seite oder sowas mit irgendwelchen Headshots, keine Ahnung. Da dachte ich, hä? Da bin ich gar nicht. Ja, da machen die voll Werbung. Mit meinen Namen machen die voll Werbung da. Eigentlich müsste ich da mal hinschreiben und fragen, ob die ein Ding an der Waffel haben. Unseren gigantischen, ja. Und da machen die voll Werbung irgendwie. Völlig verrückt. Guck mal, wie schön das Blau leuchtet. Ich glaube, das freut Ninfan, weil es so schön blau leuchtet. Ich glaube, Ninfan mag Blau. Blau, die Jungsfarbe. Wie spät haben wir es denn? Ich glaube, Mercedes ist um die Zeit zu. Wir könnten uns aber trotzdem Eintritt verschaffen. Bloß da müssten welche Schmiere stehen. Also reinkommen wir auf jeden Fall. Das ist klar. Ich meine, logisch. Wir sind La Familia. Aber es gibt nachher nur wieder Rennerei und Ärger und Schießerei. Nee, muss ja alles nicht sein. Nee. Was? Traumauto. Traumauto? Mercedes. Mercedes Traumauto, sagt Infant. Traumauto. Na klar, kaufen wir dir. So. Hatte ich also richtig geraten, dass hier ein Händler ist. Aber ich habe es nur so geraten. Also ich habe es jetzt nicht. Vom kombinatorischen Denken her, weil halt das andere alles schon existiert, muss das Fragezeichen, was übrig bleibt, entweder Jobcenter oder halt ein Händler sein. Haben wir also kombinatorisch richtig gedacht. Gut, dass jetzt gerade kein Auto kam. Wenn jetzt ein Auto gekommen wäre, dann wären wir voll gegengefahren. Da sagt jemand, du bist echt witzig. Der meint aber bestimmt nicht mich, oder? Ich bin todernst. Ich mag Benz nicht. Ich dachte doch, was denn nun? Erst ja, dann nee, dann doch, was denn nun? Da musst du schon wissen, was du willst, Mensch. Die machen die Formel 1 kaputt. Oh, Mercedes macht die Formel 1 kaputt? Echt jetzt? Wie soll denn das gehen? Wie sollen die denn die Formel 1 kaputt machen? Was? Traumauto? Haha, Cosi? Er meinte das Pokémon. Traum... Also warte mal, Traumato. Ach so, nicht Traumauto. Traumato. Mensch, oh Mensch, oh Mensch, oh Mensch. Was ich wieder lese. Ich sag ja, durch meinen verschwommenen Energy-Blick, ja, da lese ich mir alles schön. Da sagt er immer, ey, du blöde Kuh. Oh, dankeschön. Was für ein Kuchen, ja? Da denkt, oh, da redet einer von Kuchen. Ja, seht ihr? Geht doch. Man muss es nur richtig lesen, dann wird alles schön. Was bei uns zu Hause kommt nur auf eine. Was? Was ich alles so lese, Leute. Warte mal, ich versuch's mal richtig zu lesen. Bei uns zu Hause kommt nur Audi in die. Ach, Audi! Ja, doch, du bist witzig, sag einer. Bei uns Citroën und bei mir später VW. Ja, sag einmal, Kruzifix. Und einer sagt, du bist witzig. 5,70 Mark. Nein, Mann, ich bin todernst. Ich bin todernst. Leute, freut euch schon, jetzt gibt es wieder 4 Sterne. 4 Sterne Zimmer mit Whirlpool auf dem Dach und alles. Yes! Und kriegen. Nein, wir haben schon wieder den Kotzplatz. Wir haben schon wieder den Kotzplatz. Aussteigen. Wer es nicht weiß, was es bedeutet, da dieser Platz ist der sogenannte Kotzplatz. Was bei uns? Citroën. Genau, Citroën und später VW. Citroën. Sie dröhnt. Das Pikachu. Pikachu! Pikachu.
Mit Pikachu, also mit Pokémon kenne ich mich gar nicht so aus. Also meine Tochter glaube ich auch nicht so. Das war nicht so unser Ding. Unser Ding war mehr Inuyasha, Prinzessin Mononoke, Son Goku, Naruto, vor allen Dingen One Piece natürlich, logisch, volle Pulle von One Piece noch. Aber Pokémon. Pikachu kennt man ja vom Namen sowieso jeder, ist ja klar. Wer Pikachu nicht kennt, der keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Aber die ganze Story und so alles so richtig. Ich habe mal ein paar Teile gesehen, irgendwie durch Zufall oder so. Aber so richtig mit Pikachu, also mit Pokémon kenne ich mich gar nicht. Vielleicht kennt sie mich. Ich muss mal meine Tochter fragen, ob die sich mit Pokémon auskennen. Weil die sind so überlegen, da fahren nur zwei Fahrer um die WM. Hamilton, was Hamilton? Mercedes und Rosberg Mercedes. Der nächste liegt bei was? Liegt über 80 Punkte hinten. Oh Mann. Ja, genau das gleiche war, da alle draußen, so, genau das gleiche war damals mit Williams gewesen. Der Williams war so stark gewesen, ja, mit Nigel Mansell, nee, der Williams auf, mit, doch, mit Nigel Mansell, der war so stark gewesen, als der Nigel Mansell aufgehört hat, dass dann praktisch Alain Prost, genau, Alain Prost kam extra von der IndyCar zurück, weil er genau gewusst hat, wenn ich zurückkomme, werde ich mit dem Formel 1 werde ich Weltmeister. Ist er dann auch geworden, glaube ich. Weil es war für ihn ein Kinderspiel. Er wusste, den Williams schlägt keiner. Und nach Alain Prost, da gab es dann das neue, dann gab es viele neue Reglements, die praktisch den Williams so beschwert haben oder so eingestellt haben, dass es dann praktisch nicht mehr so leicht war für den Williams. Ja. So nach dem Motto, ist egal, wem denn den Williams reinsetzt, jeder wird damit Weltmeister. Das war zu der Zeit, wo dann auch versucht hat mit Biegen und Brechen, mit aller Macht und Gewalt wollte, Ayrton Senna wollte er dann gewinnen und ist dann glaube ich auch umgekommen. Das war glaube ich die Zeit, wo dann Ayrton Senna umgekommen ist, war halt auf Biegen und Brechen den Williams besiegen wollte mit seinem McLaren. Ich glaube, das war die Zeit gewesen. Was? Der Arne ist so der Lars, beide lieber, ich bin was? Mein Freund will sich in Kürze einen Nissan kaufen, aber frag mich nicht welchen. Autos interessieren mich wirklich nicht. Nissan! Ah, Lataloo für ein Pokémon toll. Jetzt ist der Williams 5 Kraft. Was? Jetzt ist der Williams 5 Kraft? 5 Kraft, was? Ich verstehe dich nicht. Ich raff es nicht. Wir stehen auf dem Kotzplatz. Senna ist im Williams umgekommen. Senna ist im Williams umgekommen? Senna ist im Williams umgekommen? Nicht im McLaren? War das? Er ist im Williams umgekommen? Ist der nicht im McLaren umgekommen? Ich weiß ja nicht mehr. Im Williams umgekommen? Bist du dir da ganz sicher? Ist der nicht in McLaren umgekommen? Warum hat denn der so viel gerast? Wenn er im Williams drin gesessen hat, dann braucht er noch gar nicht rasen. Warum hat er sich dann totgefahren? Na gut, der ist sowieso mal über alle Limits hinweggefahren, egal in welchem Wagen der gesessen hat. Aber warum ist er dann so gerast? Na gut, typisch Senna halt. Aber im Williams? Also ich habe McLaren im Kopf. Wir sind da, Leute. Wir haben es geschafft. Kurz vor Game Over wieder mit dem Einschlafen. Ne, 3 Stunden noch. Wir hatten noch 3 Stunden. Na los, schlaf mal. Mensch, es geht ja gut voran. Ja, wie viel Geld haben wir denn jetzt? 120.000. Reihenfolge: Mercedes, Ferrari, Red Bull, Watt, Sahara, Force, Binder, Williams. Senna ist 100% in Williams umgekommen. Ja, will ich hier gar nicht bestreiten. Ich weiß es nicht. Ich habe immer gedacht, McLaren hatte ich so im Kopf. Also auf welchen Wagen der umgekommen ist, weiß ich nicht mehr. Also ich dachte immer, es ist McLaren. Ich weiß nicht, wie gesagt, das ist ja schon so lange her. Für mich jedenfalls. In der Zeit sind bei mir ja 1000 Dinge passiert. Ich hab mein zweites Leben angefangen. Warten ja alle. 1000 Dinge sind ja passiert in meinem Leben. Aber ich dachte echt, dass in Williams umgekommen. Der ist doch damals aus der Kurve rausgefahren. Was war das für ein Formel 1-Wagen?
War der nicht rot-weiß? Und rot-weiß war ja damals McLaren gewesen. Rot-weiß. War das nicht ein rot-weißer? Ich bin mir nicht mehr. Der war bis 93 in McLaren und ist 94 zu Williams. Google sagt Williams. Mir wäre so, als wäre der mit dem rot-weißen Formel 1-Sagen raus aus der Kurve und gegen die Wand. Ich kann mich an die Farbe nicht mehr erinnern. Aber mir war so, als ist der mit dem rot-weißen raus aus der Kurve und gegen die Wand. Ich hab's ja gesehen. Ich hab's ja live am Bildschirm gesehen, am Fernseher. Wie der da aus der Kurve raus und voll gegen. Da haben wir ja alle so da gesessen. Ja, das hat lange gedauert, bis dann endlich mal was passiert. Alle haben jetzt gewartet, bewegt er sich? Bewegt, aber alle Kameras haben draufgehalten und nun drauf gewartet, dass er sich nun irgendwas bewegt. Also er bewegte sich nicht. Alle haben gewartet, bewegt er sich jetzt? Bewegt er sich jetzt? Ich weiß bloß nicht mehr, ob der. Ich kann mich nicht mehr an die Farbe von diesem Formel 1-Fanger erinnern. Ich weiß noch, wie wir alle noch geguckt haben. Bewegt er sich jetzt nicht? Das waren dramatische Minuten, kann man sagen. Der ist voll raus, aber richtig voll raus aus der Kurve. Heute ist der McLaren schwarz-rot. Schwarz-rot. Ey, der ist voll aus der Kurve raus. Du hast das Gefühl gehabt, dass der mit Absicht rausgefahren ist. So richtig, als ob er gar nicht Bock hatte, um die Kurve zu fahren. Der ist schnurstracks gerade durchgefahren. Gerade voll gegen die Mauer. Er hat nicht mal einen Versuch von Abbiegen oder Schlenkern oder so. Nee, gerade voll durch. Gerade aus der Kurve raus. So. Der Crash gibt's auch auf YouTube. Ja, bestimmt gibt's den auf YouTube. Also zumindest habe ich so im Kopf, dass er gerade aus der Kurve einfach raus, ohne noch irgendeine Lenkfähigkeit, ohne Schwenken oder so, sondern gerade raus gegen die Wand. So habe ich es im Kopf. Was gibt es bei der F1 auch pinke Autos? Also ich habe es so im Kopf, ich weiß gar nicht, ob es so stimmt, aber ich habe es so im Kopf, der ist gerade aus der Kurve raus und voll gegen die Wand. Volles Rohr. Aber richtig volles Rohr, voll. Und alle haben wir gewartet, dass er wieder da ist. Ja, mit dem Kopf sich bewegt oder ein bisschen rumzuckelt oder aussteigt oder irgendwas. Aber es passierte gar nichts mehr dann. Sind das erst später um 17 Uhr in der Klinik gestorben? Ja, das, wie gesagt, es wurde ja dann lange rumgerätselt. Was ist nun mit Senna? Was ist passiert? Wieso? Weshalb? Was ist denn jetzt los? Weil er bewegte sich ja nicht. Los, weiter. Schnarch, 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 schnarch. Und 12 Uhr mittags wachen wir wunderschön auf, neben den Dienstmädchen rechts und links, also ich zumindest, ne? Und so schunkelig stoße ich die eine mal an, sie soll mir doch bitte mal das PDF reichen, was sie natürlich nicht macht, damit ich mal gucken kann, welche Fracht wir fahren dürfen. Wieder mal ein kleiner Kampf mit dem Dienstmädchen, weil sie mir wieder mal dieses PDA nicht geben will, während mich die andere wieder festhält. Immer wieder ein schönes Spielchen. So. Voller Freude haben wir dann aber doch unser PDA erwischt, ja, gerade noch so, und gucken erstmal, was es für eine Fracht gibt. Tja, Michael Schumacher, den hat es ja auch wie ganz schön erwischt. Ich frage meinen Vater immer, und was ist los mit Schumacher? Hast du irgendwas Neues? Weißt du irgendwas Neues über Schumacher oder so? Ich frage meinen Vater immer, wenn ich bei meinem Vater bin, ja, dann frage ich meinen Vater immer, und was gibt es Neues über Schumacher oder so? Ja, Schumacher fährt erstmal nicht mehr. Der hat ausgefahren. Der hat doch diesen schweren Skiunglück da, das schwere Skiunding da. So Leute, jetzt ist es soweit. Budapest. Jetzt sind wir endlich kurz vor Budapest. Ja, aber mein Freund sagte, Ferrari darf ich nicht mögen. Ferrari darf Natalu nicht mögen, sagt ihr Freund. Ah ja. Oh, Blei, Leute. Guck mal, hier kann man Blei fahren. Das ist aber sehr schädlich. Oh, ich dachte schon, wir können Windkraftwerksgondel fahren. Leider nicht. Was ist das denn? Verpacktes Glas. Linz. Linz! Linzensuppe! Ferrari ist beste, Vettel ist ich beste. Die Farbe von Senna war weiß-blau. Die Farbe von weiß-blau. Weiß-blau.
Das letzte, was ich mit Senna im Kopf habe, ist rot-weiß. Vettel, sein Gesicht regt mich immer voll auf. Vettel. Mensch, Nathalie hat anscheinend mehr Ahnung von Formel 1 als ich inzwischen. Ich weiß schon gar nichts mehr von Formel 1. Ich bin da schon zu lange raus. Ich bin raus mit Senna und mit Senna bin ich raus und mit Nigel Mansell. Da bin ich raus. Und Lisa Berger und Alesi alle, sagte ich ja schon mal. Sagte ich glaube ich schon zwei, dreimal sogar. Das war eine schöne Zeit. Da war Formel 1 noch Formel 1. Naja, fast. Da war auf jeden Fall, das war so, das war noch die letzte schöne Zeit, glaube ich. Da piept es. Ich höre es piepen. Also ganz leise, nur bei euch muss das Piepen ganz laut sein, glaube ich. Oh weia. Oh shit, das ist auf der Aufnahme ist es bestimmt dann richtig übel laut. Denn das heißt, wenn du bei der Videoaufnahme einschläfst, also wenn ihr jetzt das Video schaut, ihr schlaft dann ein. Spätestens wenn der Pieper ertönt, dann werdet ihr alle geweckt. Das haben wir jetzt anderthalb Stunden rum. Dann würde ich mal sagen, für die YouTube-Leute, wir schmeißen euch mal raus hier an der Stelle. Es ist ja auch schon wieder fast 1 Uhr. Genau, Mann. Genau. Aber wir verraten euch noch, was wir fahren. Ja, die YouTube-Leute jetzt. Was werden wir fahren, bevor wir euch rausschmeißen? Da. Auf jeden Fall, wir könnten zwar Blei fahren, aber ich will kein Blei fahren. Ich will mir keine Bleivergiftung einhandeln. Nee, da pokern wir lieber nochmal. Der Timer ist so laut. Ja, ich habe mich neulich auch, wo ich meine Aufnahme geschaut habe, da gucke ich gerade so ein Stücke, ja, so verträumt auf einmal. Ich dachte, oh, was geht denn jetzt? Hab mich voll erschrocken. Also mit dem Pieper, da müssen wir noch irgendwas machen. Ich habe mich selber erschrocken bei der Aufnahme. Da dachte ich mir so, Mann, wenn jetzt einer eingeschlafen ist bei der Aufnahme, so schön nicht, du machst es dir an, damit du schön einschlafen kannst und so. Und auf einmal geht zum Schluss der Pieper an. Weißt du, bist gerade wunderschön eingeschlafen und auf einmal geht so richtig los. Also zum Einschlafen sind die Videos, wir müssen dann noch, damit wir schön einschlafen können bei den Videos, ja, bei unseren YouTube-Videos, da müssen wir noch was mit dem Pieper machen, sonst können wir nicht einschlafen richtig, weil wir am Ende wieder wach sind. Oder du sagst dir, Mensch, ich benutze ein Hypnos-Volt-Video, um mal ein kurzes Nickerchen zu machen, weil ich genau weiß, am Ende kommt der Pieper, der mich wieder wach macht. Das ist natürlich, das stimmt auch wieder. Man könnte diese Videos zum Nickerchen machen benutzen, weil am Ende kommt immer der Pieper. Ja, Nickerchen-Videos. Für ein Schläferstündchen. Das ist ein Model und kein Fahrer. Der Vettel ist ein Model und an den Hamilton. Der Hamilton ist ein Model und kein Fahrer. Was kann ich habe mit dem Interview gesehen und mich hat er einfach nur genervt. Was? Wann? Wer war das? Wann war das? Model, naja, hab einen grad gegoogelt. Der hat nur 4 Titel und ein Rennen mehr wie Senna gewonnen. Der hat nur 4 Titel und ein Rennen mehr wie Senna gewonnen. Ja, mit dem Piepen müssen wir echt nochmal, da müssen wir uns noch was überlegen auf Dauer. Matze! Hallöchen! Hallöchen, Matze! Leute, ich muss gleich mal aufs Töpfchen. Ist doch gut, weil jetzt ist ja die Aufnahme zu Ende, dann können wir ein bisschen auch Musikchen anmachen. So. La 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 la. Aber erstmal mal noch ein Schläferstündchen. Ja, so, erstmal nochmal ein Nickerchen. Der Tag ist so hell, dass wir gleich nochmal ein Schläfchen machen. Ich bleib also bei den Dienstmädchen noch im Bettchen drinnen. Schnarch, 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 schnarch. Und der Abend erwacht um 21.28 Uhr. Was wird uns wohl erwarten? Welche Fracht lächelt uns entgegen, dass wir sie fahren können? Bratislava, Brno, Brno, Brno. Was? Ostrava? Wo ist das denn? Wo geht denn das hier an? Nee, ist alles nee, Mann. Ist alles nee, Mann. Wien, 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 Wien. Alles Wien, 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 Wien. Nein, Mann. Dann nochmal schlafen. Oh, das wird eng. Das wird eng. Zwar nicht feucht, aber eng. Nochmal. Schnarch, 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 schnarch. Es ist 6 Uhr in der Früh und wir liegen immer noch im Bett mit den Dienstmädchen. Und immer wieder kämpfe ich mich an mein PDA ran, um zu schauen, was wird uns wohl welche Fracht angeboten werden. Schauen wir mal. Klack. Klack. Da, 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 da. Berlin? Was Berlin? So, ich wollte gerade sagen, wie Berlin? Von da nach Berlin? Haben wir ein Raumschiff?
So, jetzt Bratislava. Nein, Mann, wir müssen nach Dings hier, nach Budapest. Was ist los mit dir, hä? Wir müssen nach Budapest, was ist los mit dir? Da ist Budapest. Natrium. Natrium in 18 Minuten. Ja, ist schon wieder mal Speed. Speedy Gonzales. Okay, Mann, schön. Na los, 18 Minuten Budapest. Schaffen wir das noch? Nach Ungarn. Zeig mal die Strecke, die wir fahren müssten, wenn wir es fahren müssten. In 18 Minuten schaffen wir bis hin. Pass auf, ich hole euch doch mal auf dem Hotelplatz wieder ab. Ich ras mal schnell hin. Bis ihr alle eingestiegen seid, dauert zu lange. Ich hole mal schnell uns die Fracht. Und dann schmeiß mal die YouTube-Leute raus. Los, 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 los. Geld, 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 Geld. Lass mal Geld, 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 Geld. Los, Geld, Geld. Los, 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 los. Lass Geld werden. Mann, oh Mann, los jetzt. Nun fahr doch schon. Oh. Los, Geld, 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 Geld. Ah, shit. Was? Ich hab doch geschaltet, Mann. Sagt mir noch der Motor. Was ist denn jetzt hier los hier? Oh. Morning, Tschüss. Der hat schon ganz komisch, der war noch gar nicht wach. Der war noch gar nicht wach. Haben wir es geschafft? Na klar, Mann. So. Geschafft. So, werde ich mal selber die Frachtpapiere holen. Ich hole euch vom Hotel ab, keine Angst. Ich hole mal selber die Frachtpapiere. Könnt ihr noch einen Augenblick im Hotel bleiben. Habt aber Schwein diesmal. Habt aber diesmal Schwein, weil ich unbedingt die Fracht haben wollte. Jetzt habt aber diesmal Schwein, Leute. Was habt ihr wieder ein schönes Leben? Jetzt muss ich alleine ins Büro reingehen. Das ist ausnahmsweise mal, ja. Nicht, dass ihr denkt, dass das jetzt hier an der Tagesordnung ist. Weil nächstes Mal könnt ihr wieder reingehen. Ja, Mann. Ich muss aufs Töpfchen, deswegen konnte ich mich nicht aufs Schaltgetriebe konzentrieren. Außerdem höre ich kaum was. Das Rennen in Spa. Boah, perfekt angedockt. Habt ihr das gesehen? Das war in seiner höchsten Form, kann man sagen. So, jetzt muss ich mal bis vorne ranfahren. Wie viele Tonnen fahren wir denn? Das zieht ja gar nicht. 19 Tonnen. Achso, deswegen. Hab mich schon gewundert. Sonst fliegen wir eigentlich vom Platz da gleich weg. Muss ich dummerweise auch noch alleine aussteigen. Ja, alleine aussteigen, um zu gucken, weil der Wagen ja... Weil wir so ein komisches Zeugs fahren. Da muss ich alleine aussteigen und gucken. Ihr seid alle noch schön im Hotel. Ihr habt's gut, ja? Es ist... Es war's ja, genau. 6.37 Uhr. Wenn ihr alle noch schön im Hotel liegt, ja, bin ich hier am Rumrennen auf dem Hof hier und alles Mögliche am Machen, ja? Wenn ihr alle noch schön im Hotel drin seid. So, wir gehen von hier rum, genau. Genau richtig. Mal gucken, ob alles fest ist. Mal gegen die Reifen treten. Bum, 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 bum. Gut. Haben die richtige Plakette dran gemacht? Ja, 20, 30, 23 ist die richtige. Feuerzeichen ist dran, okay. TT, ja. Nicht, eigentlich D, aber gut. TT geht auch. So, dann mal gegentreten. Bing, bing. Rücklichter brennen, okay. Sieht gut aus. Scheint alles dicht zu sein. Okay. Hecheln wir mal wieder zum Fahrerhaus und dann mal los. Bis zum Pförtner, dann gehe ich mal kurz die Frachtpapiere holen. Jetzt muss ich mal den Pförtner, der hat eben
Der war eben völlig überfordert, der Pförtner. Weil ich wie eine Eingreiftruppe bin ich gerade auf den Hof gekommen, ja. Hat der Pförtner erstmal gar nicht gewusst, was los war. Der hat gedacht, ein SWAT-Team kommt hier. So, erstmal Fahrpapier, jetzt muss ich selber losmarschieren. Toll. War Trailer-Checker? Grusi. Trailer-Checker. Schon gemacht! Versuch doch mal von 5. Nein, ich schalte von 1. in den 6., damit es für die Zuschauer nicht so aggressiv klingt, ja. Deswegen schalte ich meistens vom 1. in den 6. Das klappt aber nicht mit allen LKWs. Das klappt jetzt mit dem Volvo ganz gut, mit dem, zum Beispiel bei American Truck Simulator funktioniert der Trick nicht. Da muss ich von den 1. erstmal in den 5., dann komme ich in den 5. gerade mal so. Ja, wahrscheinlich sogar mal in den 4., weil der gar nicht zieht im 6. Wenn ich von 1. in den 6. mal American Truck Simulator bei ATS das mache, der zieht ja gar nicht. So, nächsten Sonntag, nächsten Sonntag, was meinst du am 28.? Genau, am 28. ist dann ein Spa, also wieder mal Dings. So, tschüss, Kollege, ja, wir müssen fahren, wir quatschen später mal, ich komme wieder, wenn wir uns nächstes Mal sehen, hab's ein bisschen eilig, ich muss zum Hotel, ja, Mama mia, stimmt wieder, ja, komm her, ist italienisch, klar, kriegst du später von mir auch die Pizza, wenn ich mal wieder komme, logisch, mach's gut, Kollege. So, jetzt nicht rechts rum, normalerweise rechts rum, ich muss aber erstmal links rum die euch alle holen. Die Zuschauer, ihr seid ja alle noch sozusagen, alle die Zuschauer, ihr schlaft alle noch selig und süß im Hotel. So, wir fahren noch bis zum Hotel und dann schmeißen wir die YouTube-Leute raus. Seht ihr, jetzt wisst ihr, was wir jetzt fahren. Wo war denn jetzt das Hotel gewesen? Links rum, rechts rum, geradeaus, ich weiß gar nicht. Hey, was machst du hier? Warte mal, wo war denn das Hotel? Ja, geradeaus. Einfach geradeaus fahren. Mach den Blinker aus. Zieh doch mal! So Leute, macht euch bereit, ich hole euch. Pass mal auf, jetzt komme ich auf den Hof gefahren mit dem Trailer komme ich jetzt. Das wird ein Manöver. Das könnte eine Todesfalle sein. Aber als echter Trucker kommen wir ja kein Problem. Ich komme euch mit der Fracht holen. Der Konzert, der wird jetzt auch den. What the fuck? Was ist denn jetzt los? Was macht ihr hier mit diesem Auflieger? Keine Angst, Konzert. Ich hole nur meine Leute ab. Kein Problem. Der braucht keine Angst haben. Ist nur Natrium. Da kriegt er jetzt aber ein Auge hier. Der Concierge vom Hotel, der kriegt jetzt erstmal ein Auge. Der denkt, what the fuck, was ist denn jetzt los? Ha! Tja, Hypnos Volt, wir lassen niemanden zurück. Wir lassen niemanden zurück. So, ich fahr mal bis vorne ran. Ich könnte ein Stückchen laufen, damit er wach werdet. Oh, guck mal, was ist denn da? Hab ich ja noch gar nicht gesehen. Ja, und draußen auf der Straße spielen sie wieder Stau. Warte mal, guck mal da. Sag mal, ist das ein Mutterschiff? Ist das ein Mini-Mutterschiff, was da ist? In Bratislava. Das muss man uns merken, Leute. Das sieht aus wie ein Mini-Mutterschiff, oder? Das sieht aus wie ein Mini-Mutterschiff. Mini-Mutterschiff! Da machen wir auf jeden Fall ein Foto. Mach ein Foto! Lächeln? Gut gemacht. Schön. Darum wirst du auch nicht ausgelacht. So Leute, alle einsteigen. So, für die YouTube-Leute erstmal. Zack. Ja, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Das klingt ein bisschen komisch um diese Zeit. Das ist jetzt, ich gucke mal auf die Uhr, 1.05 Uhr gerade. Ja. Für die YouTube-Leute, es ist jetzt gerade 1.05 Uhr. Wenn ihr euch gerade dieses Video, und das ist ja am Ende schon. Ich hoffe, euer Frühstück hat geschmeckt, euer Baden, der Sex war gut.
Ihr seid sicher mit dem Fallschirm gelandet. Ihr habt es ja wahrscheinlich gerade während dieser Aktion gerade das Video gesehen. Deswegen, ich hoffe, was immer ihr auch gerade gemacht hattet, habt ihr erfolgreich abgeschlossen. So, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute erstmal, ja? Und wir sehen uns irgendwie so. Um die Zeit kommt kein vernünftiger Satz zustande, glaube ich. Gut, ich schalte dann ab. Also für die YouTube-Leute, und wir werden dann jetzt, ich schalte den YouTube das Video ab und mache die Musik, machen wir dann an, schön. Ist das nicht toll? So, also. Und wir müssen mal sehen, wann wir mal wieder ATS spielen und Landwirtschaftssimulator. Irgendwie so. Gut, jetzt aber.